Einige Ulama sagten zu Schaban, dass man Ibadat machen kann. Ist sowas richtig oder eher, dass es Bid'a? Und wie ist mit Fasten nach der 15. von Schaban, wenn man nicht als Gewohnheit hat? Das ist die Sache, Barakallahu fikum. Der Prophet sallam, hat in Schaban viele Tage gefastet. Und Aisha radhiallahu anha sagte, wir haben die Tage von Ramadan in Schaban nachgeholt, weil wir im Jahr nicht die Zeit gehabt haben. So, man darf in Schaban viel fasten, und da gibt es eine Überlieferung von Abu Hurairah radhiallahu anhu, wenn Schaban zu Mitte geworden ist, dann fastet danach nicht mehr, außer was man gewohnheitsmäßig gefastet hat. Und natürlich, Yawm al-Shakk, der letzte Tag von Schaban, ob das letzte Tag ist oder Anfang von Ramadan, sollte man nicht fasten. Hadith Ammar, radhiallahu anhu, man sah mir Yawm al-Shakk, faqad asa Abul Qasim. Deshalb, barakallahu fikum, wer den Zweifeltag oder Tag des Zweifels fastet, dann hatte sich Abul Qasim wieder gesetzt. Das heißt, er hat eine Sünde getan. Die ersten 5 Tage von Schaban könnte man fasten, kein Problem. Die zweite, ist es besser, das nicht zu machen? Besser. Nicht verboten, besser. Und Schaban selbst hat keine, das wird, was die Leute machen, dass sie zum Beispiel die Nacht von Mitte von Schaban, die Nacht betend verbringen und dann den Tag fasten, das ist keine Überlieferung, die authentisch ist. Und da kommen wir zu dieser Sache. Warum haben einige gesagt, fastet, weil sie gedacht haben, dass die Überlieferung authentisch ist? Das heißt, sie sind nach dem Beweis gegangen und nicht nach ihren Meinungen. Pass auf, ihr Beweis war, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hätte gesagt, am Tag, zur Nacht von Mitte von Schaban fastet ihr den Tag und betet ihr die Nacht. Aber diese Überlieferung ist schwach. Und deshalb, die haben gedacht, nein, die Überlieferung ist nicht schwach. Deshalb haben sie das gesagt, weil sie nach Beweisen gegangen sind. Und jetzt mittlerweile wissen wir, dass die Überlieferung schwach ist. Dann können wir das nicht mehr als Beweis nehmen. Und jetzt, wenn jemand sagt, ja, aber nach meinem Madhab, da ist Beweis, wir sagen immer, die Überlieferung ist schwach, subhanallah. Und das ist die Sache.